Hey, na, habt ihr mich vermisst? Ich meine, es ist lange her, dass ich ein Video gedreht habe. 4 Tage. Tut mir im Voraus leid für diese Locke hier. Dieses Kreis. Dafür kann ich nichts. Also eigentlich kann ich schon, aber naja. Jedenfalls hoffe ich, es stört euch nicht. Ich krieg's einfach nicht weg, egal was ich tue. Ich möchte für dieses Video heute einfach mal ein ganz gechilltes FAQ drehen. Ganz gechillt würde ich dieses FAQ jetzt nicht mehr nennen, weil ich es jetzt gerade schon zum 5. Mal versuche zu drehen. Zum 5. Mal. Der Grund ist einfach wegen dem Mikrofon. Das Mikrofon hat irgendwie die ganze Zeit nicht richtig aufgenommen. Und jetzt hoffe ich einfach, dass das Mikrofon jetzt richtig aufnimmt. I hope it. Bevor das eigentliche Video aber anfängt, machen wir noch ganz kurz, einfach so richtig random noch das Intro. So, Intro vorbei und das Video kann beginnen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen. Let's go. RxNEX-12 fragt, was machst du am liebsten? Naja, eigentlich ja YouTube-Videos, aber wenn halt YouTube, beziehungsweise wenn meine Kamera mal so ein bisschen rumbackt, so wie gerade eben, macht es langsam keinen Bock mehr, wenn ich das zum 5. Mal drehen muss. Aber am liebsten mache ich trotzdem Videos. _official.stella_ fragt, wer ist dein Idol vom Gesangsstil und wer ist dein Idol vom YouTube-Stil? Und falls das in einem Video vorkommen sollte, kannst du mich grüßen? Ich heiße Stella. Ich grüße dich, Stella, und ich habe keine Idole, sowohl als Music nicht und auch als YouTube. Ich habe eher so Leute, die ich gerne feiere, so von Musik her eher so Ed Sheeran, den mag ich so, und ansonsten bei YouTube ist es Julian Bam, aber Idole sind das jetzt nicht von mir, weil irgendwie ticken beide nicht so wie ich. _its_Soran fragt, würdest du mit einem Fan eine Aufnahme machen? Ja. Würde ich sogar sehr gerne, weil es wäre doch total cool, wenn ich mich mit so jemandem von euch verabrede und dann einfach ein Video drehe. Wie chillig wäre das denn bitte? Yassi HBT fragt, bist du zurzeit verliebt und kannst mich grüßen? Ja, ich grüße dich, Yassi, und zu deiner Frage, ob ich verliebt bin, nein, leider nicht. Oha, Lara fragt, wann sehen wir uns wieder? Ich hoffe mal bald, oder? Selina MS schreibt, würdest du mit einem Fan gehen, wenn du dir safe sicher bist, dass sie dich wirklich liebt? Also wenn ihr euch vorher schon oft normal geschrieben habt, da... Weiß ich nicht, also wenn ich sie auch liebe, aber wie soll ich sie denn auch lieben, wenn ich sie noch nie gesehen habe? Keine Ahnung, ehrlich. Dazu muss mir die Situation selbst passieren, Leute. Paul.Louis1201 fragt, wie gehst du mit der Situation um, dass es mit YouTube klickmäßig nicht mehr läuft? Sollte man ja eigentlich sehen, ich mache trotzdem weiterhin Videos. x.nichtverstanden.x fragt, verkleidest du dich zu Fasching? Was ich sagen wollte, ist, dass ich manchmal sogar vergessen habe, dass Fasching ist, lol. Anna-Mark-Oi31 fragt, hast du Sixpack und kannst du mal zeigen? Nein, ich habe keinen Sixpack, aber ich kann euch trotzdem etwas zeigen, was ich habe. Nämlich habe ich ein Fourpack, wenn ihr versteht, was ich meine. Hakan-Onflieg17 fragt, hat es seine Vorteile, Fame zu sein oder auch seine Nachteile? Die Frage ist eigentlich sehr gut, aber mich kannst du sowas nicht fragen, weil ich bin jetzt nicht wirklich Fame. Klar, man wird auf der Straße erkannt, das ist jetzt aber auch kein Nachteil oder Vorteil, das ist einfach schön erkannt zu werden. Weiß ich nicht, frag jemand mit 3 Millionen Abos, vielleicht gibt er ja da eine Antwort, eine bessere Antwort als ich, Leute. KBBBB fragt, gefällt dir das Shirt? Wenn ihr das hier meint, ja, das gefällt mir. Dankeschön nochmal dafür. Lama-1.8 fragt, was würdest du machen, wenn du einfach so 1 Million Euro bekommen würdest? Ich denke mal, ich würde erstmal meiner ganzen Familie einen schönen Urlaub machen und dann würde ich das Geld sparen und dann würde ich mir halt noch ein neues Equipment kaufen. Ja, genau. So, jetzt seid ihr gefragt, was würdet ihr machen, wenn ihr einfach so 1 Million Euro geschenkt bekommen würdet? Das war's jetzt mit dem Video. Falls ihr auch mal bei meinem FAQ dabei sein wollt, solltet ihr meinen Instagram-Account abchecken, denn dort kündige ich das meistens an. Ja, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Video, Leute. Ciao. Ja, ciao.